So, Hallöchen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Eternal Darkness. Das letzte Mal haben wir mit Maximilian den Keller hier betretbar gemacht. Und ich habe mich nochmal ein bisschen erkundigt. Oh, schon der Typ, der latscht ja so langsam. Wir gehen nochmal kurz nach da oben. Weil muss ich euch was zeigen. Nämlich hier, dieses Bild. Ich werde jetzt den Text hier nicht nochmal vorlesen, aber wir gucken uns jetzt mal dieses Bild ein bisschen genauer an. Was fällt auf? Was fällt auf? Ich werfe mal ein Wort von einem Spiel in den Raum. Pokémon. Schaut mal, das Wasser-Pokémon besiegt das Feuer-Pokémon, das Feuer-Pokémon, das Pflanzen-Pokémon, das Pflanzen-Pokémon, das Wasser-Pokémon. Ganz easy und ich Idiot habe das bisher nie gerafft, obwohl es mir von Clan-Leuten schon gesagt wurde. Man soll einfach nur den Pokémon-Kreislauf von den ganzen Anleitungen, die da immer dabei sind, soll man sich einfach mal ein bisschen einverleiben und es ist exakt das Gleiche. Das heißt, dass rote Kreaturen eine Schwäche gegen die blaue Verzauberung haben. Die blauen haben eine Schwäche gegen die grüne und die grüne eine Schwäche gegen die rote. Ganz einfach. Das heißt, ich habe sogar früher im Let's Play die roten Viecher mit der grünen Verzauberung angegriffen und das war eine Resistenz gegen die, ne? Na gut. Also wissen wir jetzt zumindest, dass wir diese große Spinne dort unten mit der blauen Verzauberung höchstwahrscheinlich töten können. Und was ich machen werde ist, oh Gott, ich muss erst mal kurz bei meinen Sprüchen nochmal gucken. Schnellspruch. Ach Gott. Weil ich kann logischerweise jetzt auch mittels der blauen Rune, die wir bekommen haben, Ulyo Auth heißt die, können wir jetzt nämlich auch. Scheiße. Ulyo Auth? So, scheiße, wie gingen denn die anderen? Nee, wie ging denn nochmal der Spruch hier, magisches Item zuordnen? Ah, machen wir so. Erholung, magisches Item. Ja, machen wir so. Zack. Und jetzt verzaubern wir mal eben die Knarren. So, okay. Wo sind wir jetzt? Hier. Wow, andere Kamera haben wir jetzt. Cool. Okay, also geht's jetzt nach da unten. Ach stimmt, der Spaß war das ja jetzt hier. Die Tür geht nicht auf. Dann werden wir eben nochmal kurz auf den Säbel wechseln. Weil dort unten jetzt nochmal dieser Zombie kommt. What the fuck? Okay, das war beabsichtigt vom Spiel. Stirb. Ui, okay. Alter Schwede, meine Güte. Ach so, genau, das war jetzt der Isolierungsspruch. Ich habe bei dem Isolierungsspruch inzwischen herausgefunden, dass ach so, die Autopsie, richtig. Ja, danke. Ich habe halt inzwischen herausgefunden, dass die Isolierung wirklich nur für ein Schutzschild da ist. Das heißt, dass das ein bisschen falsch war bei dem Viech. Wir gucken uns mal eben noch die neue Autopsie an. Chatuga-Fletterer. Mantorok-Zombie. Analyse des Mantorok-Zombies. Ein rastloser, toter Körper ohne besondere Kennzeichen. Diese Kreatur ist sehr schwach. Sie besteht nur aus trockenen Sehnen und Haut. Igitt. Bläh. Blablabla. So. Die Barriere können wir ja jetzt aufmachen. Wir haben die Rune ja bereits. Das haben wir schon beim letzten Mal gemacht. Ich weiß, haha. Ist die Knarre jetzt eigentlich noch verzaubert? Ja, die ist noch verzaubert. Gut. Gut. Wir müssen da ewig lang runterlatschen. Ich erinnere mich. Ey. Okay, können wir das irgendwie skippen? Nee, ne? Blöd.
Beweg dich, Mann! Seine Faszination in seinen Augen ist aber auch... So, okay, die nehmen wir jetzt. Zack! Oh Gott, ich bin ja fast tot. Scheiße. Nein, Liste der Sprüche. Erholung. Das Vieh ist jetzt ganz da hinten. Ich müsste mich halt erst nochmal heilen. Warte mal, wo sind jetzt meine Schnellsprüche nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr, wie sind die belegt? Erholung links und rechts, okay. Direkt nochmal. Aua, der kommt bis hierher. Scheißdreck. Ich hab doch geladen. Oh, noch einer. So eine Scheiße. Geh weg! Okay. Meine Knarre ist nicht mehr verzaubert, kann das sein? Nein. Moment. Liste der Sprüche. Magisches Item. Sprechen. Ulioth. Da. So. Ne, die Scheiße ist halt, der spawnt andauernd die dummen Zombies. Scheiße. Hey, lass dich treffen. Och, komm schon. Hä, was ist denn das jetzt? Ah. Ja. Ach Mann. Wieso hat sich denn der jetzt eben nicht treffen lassen? Ich habe doch die Schwäche benutzt. Ja, bla. Laber nicht rum, Mann. Und dieser ewige Vorspann ist so nervig. Bla. Ja. So. Okay. Langer Vorspann ist lang. Ja, stimmt. Ich hätte mich vielleicht vorher nochmal aufladen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. So. So. Ach, guck mal, jetzt wird nicht hier. So. Eieieiei. Ja, laber nicht. Oh. Gut. Ah, ne, warte mal. Autopsie kann ich jetzt wieder machen, ne? Oh, fantastic. Ja. So, du Arsch. Ja, da können wir jetzt wieder durch. Bla bla blub blub. Ist halt ein bisschen fies bei dem Spielen, dass die Fixpunkte halt wirklich nur da sind, wo man auch gespeichert hat.
Da ist selbst Pokémon ein bisschen lieber zu einem. Ja. So. Liste der Sprüche. Magisches Item. Sprechen. Ulioth. Auf meine Kanarin. Und ich habe bis jetzt auch irgendwie bis gerade eben nicht ganz verstanden, warum auch. Ah, jetzt sind beide geladen, okay. Komm her, Bitch! Ich muss laden. Komm schon! Uiuiui! Geh weg! War ja wohl voll. Warum treffe ich da jetzt nicht? Ich muss da jetzt gleich nochmal schauen. Geh weg, du Arschkeks. So. Natürlich kann ich jetzt nicht laden, weil nur eine. Ah, jetzt ging's wieder. Vielleicht nutzt er eine Zeit lang einen Zauber oder sowas, damit er das, I'm not sure about this. Kommt schon. Ja, nicht auf den Zombie. Och, Kollege. Och. Ey, diese Kampfsteuerung ist der Horror, ganz ehrlich. Jetzt macht er wieder diesen dummen. Ach, Mann! Achso, jetzt ist die Scheiße wieder ausgelaufen. Fuck. Jetzt habe ich irgendwie gar keinen Mana mehr für den. Ich bin blöd. Hör auf, Zombies zu spawnen! Mann! Kann ich jetzt wieder. Liste der Sprüche. Magisches Item. Da. Ja. Gut. Habe ich schon nachgeladen eigentlich jetzt. Geh weg! Mann! So. Kann der jetzt bald mal sterben? Das muss doch richtig sein, was ich hier tue, oder nicht? Ja, nicht genug Mana, war klar. Jetzt hockt der Assi wieder. Sehr gut. Okay. I knew I had to get help.
knew there was a way. I just had to find it. Instead, they jeered and threw me into this forsaken place. A place of empty souls and fevered thoughts, reeking of fetor and decay, thinking me mad with delirium. The fools cast away their hopes of salvation by locking me in this damned asylum. May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all! Okay. Wow. Da haben wir ein Kapitel beendet. Wow. Was zum Teufel? This isn't really happening. Was zur Hölle war denn das gerade für ein Scheiß? Fortsetzung folgt. Kaufen Sie jetzt die neue Version. War das jetzt... Hä? Ich glaube, das ist eine dieser furchtbaren Random-Dinger, die mir DNL erklärt hatte. Okay. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Kauft jetzt die neue Eternal Darkness Version. Ah, oh, es ist wieder schön, schnell rennen zu können. Ich weiß jetzt zumindest, dass wir jetzt die Rune Ulyaoth haben. Und oben im zweiten Stock gab es ja diese Barriere, diese rote mit Chattuga. Die können wir jetzt vielleicht aufmachen, wenn wir unser Schwert verzaubern und damit draufhauen. Das könnte doch gut möglich sein. Das probiere ich jetzt gleich mal aus, glaube ich. Weil eine andere Idee habe ich jetzt eh nicht mehr. Ja, da ist Chattuga. Okay. Ich werde jetzt mal eben magisches Item mit Ulyaoth auf das Schwert. Irgendwie ja nicht. Beziehungsweise ich habe doch jetzt auch Isolierung bekommen. Warte mal. Vielleicht hat das was mit Isolierung zu tun. Liste der Sprüche. Isolierung machen wir jetzt mal auch mit Ulyaoth. Au. Okay. Untersuchen. Detail. Angesichts des Gleites. Eine finstere Energie schützt das Bild. Erkennen. Oder ich muss den Spruch mit Chattuga machen. Au. Oder ich kann da noch gar nichts machen und ich muss jetzt hier in diese Tür. Hier ist es viel zu tun, etwas vielleicht jetzt eine Sicherung heraus. Achso, was wird das mit der Sicherung?
Also habe ich gar nicht erst die Möglichkeit, da drin auch einen Zauber anzuwenden, okay. Muss ich jetzt mal überlegen, ganz genau, was kann man denn... Oh, da kann ich was untersuchen. Achso, nur ein Bild, okay. Nur ein Bild. Das weiß ich nicht so richtig. Mir gehen die Ideen nämlich langsam aus. Tür öffnen. Die Idee mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber vielleicht ist ja was bei der Badewanne. Igitt. Das Klo ist voll mit Scheiße, scheinbar. Nächster Plan. Was wäre der nächste Plan? Wir könnten... Nee, also ich glaube nicht, dass das so weit unten jetzt nochmal was ist, oder? Ich glaube wirklich nicht, dass da jetzt noch was ist. Ich glaube schon, dass man hier irgendwas machen muss. Ach. Richtig, da ist ja Alex Geist von ihrem Großvater. Der Geist ist ja reingelatscht in diese Wand. Jetzt müssten wir theoretisch nur mit dem richtigen Zauber erkennen können, dass man da durchlaufen kann. Der einzige Erkennzauber, den wir jetzt noch nicht gemacht haben, wäre Dings. Mit Redgomor, ja. Aber auch hier scheint es dann nichts zu geben. Untersuchen. Detail. Das Los hat solche Unebenheiten. Ja. Ja. Ach so, das war gerade. Okay. Erkennen? Doch mit Ulliaort, wo ich da in der Nähe bin? Ja. Nee, weil die Tür zum Keller, die ging ja automatisch auf. Da musste ich ja nicht irgendwie nochmal mal was machen. Da kam ja automatisch eine Cutscene, als das passiert ist. Welcher Spruch war das jetzt hier nochmal? Spruch 9. Das war eine fette Explosion oder sowas. Nehmen wir das mal mit Uli aus. Nö. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Scheinbar nicht. Aber ich muss doch hier irgendwas tun können damit. Das muss doch logisch sein. Ich muss es doch irgendwie aufbrechen können. Oder muss ich einfach den Schlüssel benutzen? Aber das glaube ich auch nicht. Das wäre ja auch Quatsch. Nein, ja. Journal von Mr. Roy war Seite 1. Prüfen. Habe ich das schon gelesen? Dies ist eine Seite aus Maximilian Royers Journal. Alles, was einst mein Leben erhellte, ist nun von Finsternis umfangen. Das Licht der Wahrheit stützte die und stärkte mich. Nun werde ich in den Abgrund der Schatten der Lügen geworfen. Mein Leben war das einfach ein einziges Lernen und trotzdem weiß ich nicht mehr wie ein neugeborenes Kind. Weiß ich nicht mehr. Bringt uns aber auch nichts weiter, weil es hat auch 100% was hiermit zu tun. Wenn es da hinten nichts mit zu tun hat. Ich habe auch den Zauber Isolierung bekommen. Die Frage ist nur, was bringt mir Isolierung hier? Erkennen und Isolierung. Prüfen. Nichts kann von außen eindringen, bis die Magie aufgehoben wird. Ja, okay. Das ist also ein reiner Schildzauber. Erkennen. Prüfen. Diese Magie bringt das Unsichtbare ins Licht der Erkenntnis. Nutze sie weise. Einige Dinge sind im Dunkeln sicherer aufgehoben. Sterbliche sollten ihre Augen nicht an... Also doch... Vielleicht der dunkle Raum. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser dunkle Raum da drüben
vielleicht zu diesem geheimen Raum führen könnte. Ich nutze jetzt einfach mal nochmal. Wahrscheinlich Liste der Sprüche erkennen. So. Wir hatten ja eben gerade schon mit Chattuga. Deswegen mache ich es jetzt mal mit Ulia aus. Könnte ja sein, dass uns das was bringt. Ich bin mir nicht sicher. Ist zu dunkel. Okay. Erkennen. Xeloath oder so. Whatever. Tür öffnen. Nee, ist zu dunkel. Wenn wir einfach hier eine Fackel hätten, ne? Oder ein Feuerzeug. Gibt's hier irgendwas? Boah, so viel Grün, ey. Nee, ich glaube aber nicht. Untersuchen. Da ist noch ein Waffenschrank. Warum kann sich nicht einfach eine Knarre da rausnehmen? Hier sind... Nee, hier war bloß die Seite dahinter. So. Leute. Das ist jetzt aber ganz schön hier, ne? Ich denke auch daran, dass hier ein Buch ist, was man aufheben kann, aber da ist nichts, ne? Das ist, also da liegt schon ein Buch, aber ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Muss ich vorher wieder auch so ein dummes Rätsel machen wie bei dem Bücherregal? Beziehungsweise mit der Uhr? Ich habe nämlich langsam keine Idee mehr. Ich finde es übrigens witzig, dass der jetzt übrigens nicht mehr hinterher guckt. Tja, der hat's gelernt. Aber ich habe doch nur diese zwei Zauber erlernt. Isolierung und Erkennen. Mit dem magischen Item kann ich nichts weiter anstellen. Mit der Erholung eigentlich auch nicht. Weil mit der Erholung von Ulioth, da nehme ich mal an, ich werde mir da ein bisschen Mana heilen können. Aber irgendwas muss es doch hiermit zu tun haben. Ich bin mir nur nicht sicher, wie. Weil irgendwas muss ich ja vorher dann doch noch gemacht haben. Aber was? Was habe ich gemacht, damit ich... Ich habe eine Ulia auch von dem Monster gekriegt und habe das dann einfach random benutzt. Dann ging das plötzlich auf. Das ist durchaus mysteriös. Aber ich würde mal sagen, Freunde, ich speichere hier ab. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Denn, ich bin erstens mit meinem Latein am Ende, zweitens ist die Folge wieder ein bisschen zu lang geworden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Eternal Darkness. Und dann würde ich mal sagen, bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.